vielleicht jetzt noch im Januar, Februar kannten, dann gehe ich einfach her und wähle längere Laufzeiten aus, um wirklich immer wieder Prämieneinnahmen zu generieren. Und da müssen wir nur mal beim Juli reingehen, wo wir gerade waren. Wenn Sie mal schauen, Juli auf 13, auf $13, das ist noch gute 10% vom Preis aktuell weg, kriege ich 1,80 € Prämie. Also ich kriege dafür, dass die Aktie 10% steigt, nochmal 10% an Prämie obendrauf für 2 Monate. Und so können Sie natürlich, das schlägt auch jede Dividende, so können Sie wirklich Prämieneinnahmen auf bestehende Aktienpositionen erwirtschaften. Und deswegen meinte ich Covered Call, Prämieneinnahme für bestehende Aktien, gerade wenn jemand Langfristinvestor ist, vielleicht auch Dividendentitel drin hat, sollte man das Thema Covered Call und Prämieneinnahmen immer mit auf dem Schirm haben. Und da spielt auch jetzt nicht die Rolle, wie lang. Ich kann auch sagen, es gibt ja von der Laufzeit auch hier alle Möglichkeiten. Ich kann auch sagen, ja, bis Januar 2021, wird etwas mehr als ein halbes Jahr. Da gehe ich davon aus, dass das Ganze vielleicht wieder auf $17 ist. Dann kriege ich dafür, ja, ich vermute mal irgendwie $220 Prämie. Das alles nochmal on top, was Sie mit der Aktie oben allgemein erwirtschaften. Also ganz, ganz wichtiges Thema, Prämieneinnahme für bestehende Aktienpositionen, Stichwort Covered Call. Und auch das soll natürlich genau hier in dem Bereich mit unterrichtet werden, worauf ich später noch einmal zu sprechen komme. Ja, dann haben wir noch das Thema garantierter Stop, also Risikominimierung. Wird vielleicht nicht ganz so häufig mit vorkommen, aber ich möchte es trotz alledem hier einmal erwähnen. Also wir haben jetzt hier bei American Airlines keine größeren Sprünge drin, aber vielleicht, na gut, Herz war jetzt auch ein schlechtes Beispiel. Hat jetzt auch keine größeren Sprünge. Müssen wir mal vielleicht ein Stück weiter zurückgehen. Also Sprünge meine ich jetzt, die Gaps über Nacht, die entstehen können, weil Intraday wird Ihnen jetzt, also es gibt natürlich auch Bewegungen, die Intraday mit größeren Sprüngen das ein oder andere Mal auffällig werden, aber in der Regel passiert es eher über Nacht. Hier haben wir mal so ein Beispiel. Bei Twitter, da lag der Kurs bei $39. Na gut, ist auch ein kleiner Sprung, 37. Egal, wir können auch. Bei Hertz hatten wir den Sprung jetzt hier über Nacht, da war das Ganze, aber wir machen ein fiktives Beispiel. Also, wir sagen jetzt, wir haben hier den Titel NCHL. Über Nacht kommt irgendeine Meldung, wo wir hier bei $50 wagen, dass das Ganze, ja, aus welchen Gründen auch immer, Einbußen hat und der Preis stürzt auf $20 ab. Das heißt, es wird kein Stop hier in dem Moment greifen. Das Gleiche könnte uns jetzt rein theoretisch hier auch passieren. Der Kurs steht bei 16,50 und wir wollen es einfach irgendwo absichern, dass das Ganze nicht ins Bodenlose sinkt, vielleicht auf $7,50. So ein Worst Case Stop platzieren. Dann kann man nämlich eins machen, man kann, wenn man die Aktie hält, natürlich vorausgesetzt mit 100 Stück, kann ich jetzt hier einfach hergehen und sagen, ich möchte das Recht mir sichern, die Aktie zu einem festgelegten Preis von $7,50 zu verkaufen. Machen wir vielleicht mal eine Laufzeit ein bisschen länger, machen mal 2 Monate. So, da sehen Sie hier, Put auf 57, könnte ich jetzt hier diese Put-Option zu $20 kaufen, also 20 Cent pro Aktie. Das heißt, man hat mit Put-Optionen, die man jetzt nicht verkauft, sondern kauft, die Möglichkeit, sich für größere Portfolios, wo man wirklich sagt, wenn jetzt irgendetwas Extremes passiert, möchte ich einfach die Sicherheit haben, dass ich zu einem festgelegten Preis, den ich vorher wähle, der auch deutlich weit vom aktuellen Preis entfernt ist, dann die Option auch im Worst-Case-Szenario nur abstoßen kann, würde ich natürlich gerade bei extrem volatilen Werten, vielleicht auch bei Biotech-Werten, wo Sie einfach sagen, ja, okay, hier kann immer was passieren, dann als Möglichkeit Ihnen einfach mal mit an die Hand geben. Ich glaube, jetzt bei einer Cisco, bei einer Microsoft oder bei einer Visa wird das jetzt eine untergeordnete Rolle spielen,
Aber Optionen geben Ihnen einfach die Möglichkeit zu sagen, egal was passiert, auch über Nacht, ich habe mir dieses Recht gesichert, diese Aktie zu diesem Preis zu verkaufen. Und das ist in dem Fall genau mit einem Long Put der Fall. Zahlen Sie natürlich ein bisschen etwas, ein Stück weit etwas dafür. Aber ich glaube, gerade wenn wir jetzt wieder auf Höchstständen zurückkommen, vielleicht sind wir dann nächstes Jahr um die Zeit oder schon ein bisschen eher wieder auf bei vielen Aktien auf den Allzeithöchstständen, wie wir es jetzt im Februar waren, hat sich ja schon ein Stück weit angedeutet bei den ein oder anderen Titeln. Dann ist sowas natürlich interessant, weil dann möchte ich natürlich schon sagen, falls wieder mal irgendwie eine Krise kommt und es dann doch bei vielen Werten sich nicht so schnell erholt, wie es jetzt ist, oder gerade eben, ja, da haben wir ein gutes Beispiel, dem Wert United States Oil Fund, also ein Öltitel, wo es ja genau übers Wochenende diesen extremen Einbruch gab, wo niemand am Montag mehr reagieren konnte. Also hier, der Kurs war bei 70 und nächsten Tag hat er bei 50 eröffnet. Also alle, die jetzt hier irgendwo einen Stop hatten, hatten keine Chance. Der ist dann einfach in der Form bei 50 ausgeführt worden, egal ob der bei 60 oder 65 stand. Wenn ein Sprung passiert, haben Sie in der Form dann keine Möglichkeit mehr. Und das kann Ihnen übrigens auch rein theoretisch jederzeit im Handel passieren. Das sollte man auch wissen. Ist natürlich seltener der Fall, aber wir haben auch hier im Live-Handel schon mehrere Beispiele gesehen, wo Aktien in der Form dann einfach ein Gap hatten. Bestes Beispiel war, glaube ich, Twitter oder so das bekannteste, wo die Quartalszahlen geleakt wurden oder veröffentlicht wurden, bevor sie dann offiziell bekannt gegeben wurden. Lustigerweise auch genau über die Plattform Twitter. Und auf einmal hatte man im Handel gesehen, Kurs ausgesetzt, zack, Kurs $2, $3 weiter unten eröffnet. Und vor solchen Sachen muss man natürlich auch mal wissen, passieren selten, klar, aber ist man in der Form dann nicht gesichert. Also da kriegen Sie auch keine Ausführung. Da gibt es viele, viele Beispiele, wo sowas auch mal im Handel passieren kann, wo dann einfach kein Kurs festgestellt wird, keiner eine Order platzieren kann oder dann erst vielleicht 2, 3 Minuten später der Handel auf einem ganz anderen Niveau festgesetzt oder weitergesetzt, weiter fortgeführt wird. Und das passiert natürlich dann immer, wenn Nachrichten, Ad-hoc-Nachrichten innerhalb des Handels kommen. Also nicht nur über Nacht, auch innerhalb des Handels ist dieses Risiko für Sie vorhanden. Ja, das mal im Schnelldurchgang zu den angesprochenen Themen des Optionshandels und glaube jetzt mal einen kleinen Einblick gegeben, nur mit diesen 6 Stichpunkten, was jetzt wichtig sein kann. Und von daher nochmal kurz zurück zu Was haben unserer wir heute Übersicht Übersicht? angeschaut, Credit- und Debit-Spreads mit den jeweiligen Chance-Risiko-Verhältnis oder Chance-Risiko-Analyse, Open Interest und die implizierte Volatilität, Rollen einer Option nochmal ganz kurz angerissen, sowie der garantierte Stop für Aktien, egal ob sie jetzt long oder short investiert sind. Und ich glaube, so der wichtigste Punkt für alle, die jetzt auch ein Stück weit Aktien besitzen oder Aktienportfolios haben, ist regelmäßige Prämiengenerierung. Und ich glaube, das Beispiel American Airline hat es gezeigt. Auf nur 2 Monate kriegen Sie 10% Return on Investment, also auf Ihr eingesetztes Kapital als Rendite, und dafür, dass die Aktie nochmal 10% steigen kann. Also da gibt es natürlich Beispiele, wo Sie richtig Performance verschenken, wenn Sie es in der Form nicht mit als Möglichkeit einbeziehen für bestehenden Aktienpositionen. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass Sie mindestens 100 Stück im Bestand der Aktie haben, weil eine Option bezieht sich halt immer auf diese 100 Aktien. Ja, dann noch kurz zum nächsten Event am 3. Juni, also in der kommenden Woche, Erstellung eines Tradingplans, werden Sie sicherlich auch im TradeStation-Kalender oder auf unserer Webseite gesehen haben. Und wie zu Beginn erwähnt, wollen wir natürlich hier auch. Ah, jetzt hatte ich es. Okay, 2 Werte schauen wir uns gleich nochmal an. Hatte ich jetzt leider im Chat übersehen, aber wir haben natürlich noch genügend Zeit, uns RCL und General Electric anzuschauen. Weil ich glaube, General Electric auch jetzt nicht der ganz große Titel ist, was die Volatilität anbelangt, aber auch sehr viele gute Chancen hier bietet. Und
Ja, hier zu den angesprochenen Themen, wenn wir mal ganz kurz auf unsere Webseite schauen, auf den deutschen Bereich, dann sehen wir, dass wir genau das, was wir jetzt hier mal sehr oberflächlich kurz angesprochen haben, Ihnen als Möglichkeit auch mitbieten. Im Programm Einsteiger für den Optionshandel werden Sie viele dieser Punkte wiederfinden. Es sind auch hier alle Inhalte dementsprechend als Download verfügbar, wo man sich das noch einmal detaillierter anschauen kann und dies dann auch dementsprechend momentan über den Digistore direkt zu buchen ist. Da vielleicht noch ein kleiner Hinweis, dass wir hier in dieser Form ja noch zur Fertigstellung 14 Tage benötigen. Also sollte nächste, glaube ich, so um diesen Zeitraum 6. oder 7. Juni fertig sein, also 1,5 Wochen, dann ist das Programm auch dann komplett als Video-Tutorial dementsprechend zum ja, Download bereit. Gibt auch natürlich auch noch ein Handout dazu und für Fragen auch noch eine kleine Einheit, wo man gewisse Dinge dann vielleicht nochmal detailliert besprechen kann. Und wer schon ein gewisses Know-how hat im Optionshandel, aber vielleicht noch über diese einfachen Strategien, Long Put, Long Call oder auch die Spreads nicht noch nicht hinausgekommen ist, der kann natürlich dann auch hier den ähnlichen Bereich für Fortgeschrittene mit buchen. Ja, das mal ganz kurz dazu. Und jetzt wollen wir natürlich nochmal zurückgehen auf die zwei angesprochenen Werte. Das war General Electric. So, heute auch richtig gut gelaufen mit 7% im Plus. Jetzt können wir natürlich sagen, wo haben wir es? So, dann sehen Sie auch den Chart. Ja, jetzt haben wir hier auch eine Möglichkeit, einfach herzugehen und ja, uns mal den Wert anzuschauen. Machen wir mal auf 23 Tage, das sind die monatlichen Optionen. Aktuell Kurs ist bei 7. Jetzt habe ich hier eine Möglichkeit auch zu sagen, ja, gut, zu 7, 7,30 ist er aktuell oder 7,27 der Kurs. Ich wäre jetzt bereit, die Aktie zu $7 zu erwerben. Wenn sie den nächsten Tag nochmal über $7, unter $7 fällt, möchte ich sie $7 erwerben. Dann kann man natürlich hier sagen, man setzt einfach eine Limit-Order. Was, glaube ich, viel interessanter ist, dann eine Put-Option darauf zu verkaufen. Da kriegen sie jetzt 30 Cent Prämie oder $30, wenn man es mal 100 nimmt. Da werden jetzt viele sagen, ja, $30 auf 23 Tage ist natürlich jetzt nicht gerade eine große Einnahme. Dann warte ich lieber einfach so darauf, dass das unter diesen Bereich fällt. Man muss es natürlich immer etwas differenzierter sehen und in der Form natürlich mit ja, der Berechnung, wie viel macht es aufs Investment aus? Da sehen Sie 4,4%. Also wenn ich das hier mal 100 nehme, 4,4% Rendite für die gerade eben gezeigte Put-Option auf $7. Das heißt, ich versuche einfach hier die Aktie etwas günstiger einzukaufen, als sie jetzt ist. Kann das auch so 6,50 machen. Kann natürlich passieren, es fällt nie unter diesen Bereich. Dann bleibt mir zumindest immer diese Prämie erhalten. Und so kann ich mich auch günstig in den Markt einkaufen, günstig irgendwo ja, versuchen, Aktien zu erwerben. Und was wir vorhin gesagt hatten, implizite Volatilität, ist hier natürlich im Vergleich zur American Airline bei 58% jetzt nicht allzu hoch, aber immer noch auf einem recht hohen Niveau, sodass ich mich hier eher im Bereich der Credit Spreads wiederfinden würde. Und auch da vielleicht ein kurzes Beispiel. Wenn ich jetzt hierher gehe und sage, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der Wert in den nächsten Tagen nicht mehr unter $7 fällt, nehme eine Absicherung zu 6 hinzu, bekomme ich eine Prämie von 29,30 Cent. Zu einem Risiko, vielleicht weiß es schon der ein oder andere, Risiko, Differenz der Strikepreise minus meine Einnahme, das heißt 1 Dollar minus 30 Cent, sind wir bei 70 Cent, also ungefähr das Chance-Risiko-Verhältnis von 1 zu 2 und da ist es mir völlig egal, geht die Aktie seitwärts, geht sie leicht nach oben, sie kann auch noch leicht fallen. Und so kann man natürlich dann auch bei solchen Titeln dementsprechend Prämien generieren oder Einnahmen gerade in den aktuellen Phasen, glaube ich, für sich
mitnehmen. Und wenn ich Aktie besitze, das ist ja dann das letzte Beispiel, was wir gerade hatten mit Covered Calls, ja, und sage, okay, die ist jetzt auch so abgestürzt, die kommt zumindest mal wieder auf dem Niveau von 8, 9, $10 bis zum Ende des Jahres und man hat die schon im Bestand, dann wollen wir uns natürlich auch mal hier anschauen, was kriege ich denn? Machen wir vielleicht mal, ja, sagen wir mal Dezember, ist jetzt so genau, ziemlich genau ein halbes Jahr, Dezember auf 9 kriegen Sie 50 Cent Prämie, auf 8 sogar teilweise 90 Cent. Und das muss ich überlegen, die Aktie steht jetzt bei $7,28. Sollten Sie sie jetzt erworben haben und Sie verkaufen jetzt eine Call-Option auf 9 oder auch auf 8, bei 8 sind es mehr als 10%, die Sie durch die Prämie generieren. Sie erhalten nochmal weiter oder kriegen ja dann nochmal weiteren Gewinn, wenn die Aktie steigt. Dann muss sie erstmal 10% steigen bis zum Ende des Jahres, dass man auch dann dementsprechend hier den Gewinn mitnehmen kann. Ich bin dann eher mein Freund, es ein bisschen kurzfristiger zu machen und dementsprechend Optionen zu rollen, was wir gesagt hatten. Aber in der Form hängt das natürlich auch von Ihrem Zeitaufwand ab. Also das ist auch das, was es Optionen so attraktiv macht. Gerade wenn wir bei dem Thema Spreads sind. Ich muss nicht jeden Tag schauen, was passiert. Muss ich natürlich bei Aktien prinzipiell auch nicht. Aber wenn ich ein Setup habe, Chance-Risiko-Verhältnis festgelegt habe, kann ich aufgrund der Laufzeiten hier sehr, sehr stark variieren und die Dinge sehr, sehr stark in der Form mit anpassen und in der Form dann auch ja, für jeden Anlagetyp etwas erstellen, wenn man so nimmt. Und der letzte Wert, den wir uns aus dem Trading-Chat noch anschauen wollten, war der Titel RCL oder Symbol RCL, besser gesagt. Royal Caribbean, ja gut, ist im Prinzip jetzt eine Kopie von dem, was wir gerade gesehen haben, nicht Kopie, aber ähnlich zu Norwegian Cruise Line. Hier vielleicht ein kurzer Blick bei den Optionen. Das heißt, hier haben wir auch 100%, das war jetzt, glaube ich, anders zu erwarten, implizite Volatilität. Das heißt, hier auch eher der Bereich Credit Spreads, wenn man die Aktie im Bestand hat, vielleicht da nochmal so ein, kriegen Sie natürlich deutlich mehr als aufs investierte Kapital als bei General Electric. Wir sind aktuell bei 52. Also wenn Sie hier eine Call-Option bis Juli nur, also nur für die nächsten 50 Tage verkaufen, haben Sie fast 10% Einnahme, also $5,30 mal 100 sind $500, die Sie Prämie kriegen. Und dafür muss die Aktie aber auch nochmal $3 zulegen. Kann sie natürlich innerhalb eines Tages schaffen, keine Frage. Aber so sieht man natürlich auch, was dann die unterschiedlichen Prämien sind. Und immer bitte die Prämien nie absolut sehen, immer im Vergleich zum Kurswert der Aktie. Wenn ich mir jetzt hier eine Visa anschaue, die bei $200 liegt, kriege ich natürlich absolut gesehen ganz andere Prämien. Aber wenn man sie im Vergleich zur Aktie sieht, zum Kurswert der Aktie, ist es lange nicht das, was ich hier bei einer RCL, bei einer American Airline bekomme, weil das natürlich immer im Vergleich zum Kurswert zu sehen ist. Also das ist das ganz wichtig, dass Sie da auch bitte immer drauf achten, immer die Prämien ja, in Bezug aufs Investment sehen. Und ich glaube, da hat man wirklich eine gute Möglichkeit, das als Zusatz für seinen Handel mit anzusehen, also das auch als Zusatz mit reinzunehmen, dass Sie hier dann auch in der Form ja, immer mit drauf achten. Und dann bleibt mir eigentlich an der Stelle nur eins. Wir hatten ja schon darauf hingewiesen, der nächste Termin. Wir haben natürlich morgen das Ganze auch noch einmal auf Englisch, wird aber jetzt von den Inhalten sich nicht groß unterscheiden von dem, was wir heute hier durchgeführt haben, sodass wir Ihnen ja, zum Abschluss nur ja, noch alles Gute wünschen dürfen. Wenn irgendwo Fragen sind, die Kontaktdaten hier noch einmal, E-Mail-Adresse, Webseite und Telefonnummer. Ansonsten, ja, falls Sie das Ganze als Aufzeichnung auf YouTube sehen, würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal rechts unten abonnieren und somit auch keine der weiteren Videos verpassen. Ansonsten bleiben Sie gesund und hoffentlich bis zum nächsten Termin. Vielen Dank.